Wenn diese Parameter irgendwann in diesem Projekt, egal auf welchem Teilbit, wieder auftauchen würden, würde dieser Rückbieganschluss RBA-3 heißen mit diesen Parametern. Auf einem YouTube-Kommentar hin gebe ich einfach recht. Das letzte Video über die Schnellspeicherung der Subparts. Das Video dauert einfach zu lange, deswegen hier eine Neuaufnahme. Quick and dirty. So, das heißt, wir holen uns einfach ein Einbauteil unserer Wahl. Ich nehme jetzt einfach mal hier den Rückbieganschluss und ich erstelle hier sozusagen einen Rückbieganschluss mit meinen entsprechenden Parametern. Wenn ich das Ganze getan habe, kann ich hier noch meinen Drehwinkel eingeben. Ich setze das Ganze einfach hier ab, setze den Mittelpunkt und speichere das ganze System einfach hier per Pfeil ab. So wird die Vorgabe von den Subparts in den Kurztext übernommen. Damit dem nächsten Speichersymbol wird im Projektordner der Langtext abgespeichert mit Inhalt des Kurztextes. Das heißt, wenn diese Parameter irgendwann in diesem Projekt, egal auf welchem Teilbit, wieder auftauchen würden, würde dieser Rückbieganschluss RBA-3 heißen mit diesen Parametern. Erstelle ich jetzt einen neuen Rückbieganschluss mit anderen Parametern, sagen wir statt 160 auf 140. Kann ich das Ganze wieder übergeben? Es wird der RBA4 fündig und ich speichere das Ganze wieder ab und habe den richtigen Speicherplatz am Mauszeiger. Jetzt könnte ich das ganze Spiel wieder so weitertreiben. Ich gehe, switche vielleicht wieder zurück auf die 160, übergebe den Pfeil und jetzt wird wieder erkannt: Stopp, den habe ich schon, RBA3, der muss nicht nochmal neu eingespeichert werden. So habt ihr eure Kurztexte und Langtexte ganz schnell unter Kontrolle per Pfeiltaste und das Ganze sieht auch noch toll in der Legende aus, wenn hier das Ganze rauskommt. Hier RBA 3 und 4. Das war's, bis zum nächsten Mal, ciao, servus, euer Peter.